Ja, hallihallo, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Edna bricht aus. Schaut mal, wen wir haben, den Schlüsselmeister. Den hat sich Edna jetzt nicht unbedingt angelacht, aber wir haben ja versprochen, ihn hier rauszulassen, wenn wir den Generalschlüssel haben. Der Typ ist aber nicht besonders dankbar, der befehligt uns nur durch die Gegend. Er möchte, dass wir jetzt ein Vehikel besorgen und wir werden das wohl tun, weil wir wollen ja hier auch abhauen. Und wenn er nun mal nicht mithelfen möchte, dann ist es halt so. Er steht jetzt doof im Gang herum und guckt dabei doof aus der Wäsche, glupscht ein bisschen mit seinen hässlichen Augen und sieht dabei einfach nur aus wie ein Troll. Wunderbare Sache. Ja, so stelle ich mir auch optisch die Trolls im Internet vor, wenn sie mal ein bisschen losragen und ein bisschen losflamen. Wir haben ja jetzt glücklicherweise den Generalschlüssel, sparen uns also ein paar Ausflüge mit dem Wäschelift, der ja doch ein bisschen nervig war auf Dauer. Und werden jetzt mal in die Küche gehen, glaube ich, weil dort steht ja jetzt ein Koch. Gesprochen von Poki, wie wir erfahren haben. Und das dürfen wir uns natürlich nicht entgehen lassen, dieses Schauspiel, dieses Wunderwerk. Oh, da steht Dr. Marcells Chauffeur. Ah, der ist wieder da. Don't cry. Ja, Hallo. Ich suche Argentina! lieber einen. Aber wir wissen jetzt, wie wir ihn immer wieder weglocken können. Wir müssen einfach nur sein Auto beschädigen, weil das hat eine tolle Alarmanlage, die macht. Die piept halt und dann. Wie kommen wir jetzt hier weg? Da ist auch eine Tür. Die wir nicht gehen können? Das ist doch. Warum ist denn hier alles ausgeflogen? Hier ist der tote Hose, du. Hier ist ja nichts los. Wo sind denn alle? Wo sind die alle? Wo soll die Egon? Wo soll die Egon, die Russen kommen? Ja, hoffentlich nicht. Kennt ihr Werner noch? Natürlich kennt ihr Werner noch. Und warum ist das so schlimm, dass die Russen kommen? Damals war Krieg, Genes. Krieg. Da waren die Russen nicht unbedingt freundlich uns gegenüber. Na gut, wir waren ja auch nicht besonders freundlich zu den Russen, aber allgemein waren die Kommunisten nicht besonders freundlich. Wir wollen jetzt aber hier keine geschichtlichen Grundsatzdiskussionen starten. Das wäre jetzt nicht unbedingt das Richtige, würde ich mal behaupten. Ja, wo muss ich denn jetzt genau hin, um in die Küche zu gelangen oder irgendwo hin zu gelangen, wo jetzt etwa. Vielleicht muss ich jetzt doch wieder mit dem Wäschelift. Nee, es ist Schwachsinn eigentlich. Ist gar nicht Schwachsinn. Das ist gar nicht Schwachsinn, und das ist eine Methode. Wenn ich den noch benutzen kann, weil irgendwie sind ja alle ausgeflogen. Ich schätze mal, die sind jetzt wirklich alle zum Abendessen gegangen. Kann ich den denn noch benutzen? Schade. Der Wäschelift ist inaktiv. Ach komm, sobald der Kontrolleur nicht da ist, geht das nicht, oder was? Soll der Shit denn? Ja, dann kommen wir da auch irgendwie anders hin. Kann ja nicht sein, dass wir jetzt hier eingesperrt sind. Das wäre ja sehr gemein. Juppie jupsen, hier ist noch der Fernsehraum, was wir hier nicht alle haben. Was macht er denn da? Er ist der Einzige noch. Was macht er denn da? Ah ja. Da reden wir mit ihm. Hallo Alu, alte Socke. Ah, hallo Edna. Immer noch am Ausbrechen? Bist du doch Uri Geller? Schickst du gerade positive Energie durch den Fernsehapparat zu den Zuschauern zu Hause? Was soll denn das? Ja, ich hab den Generalschlüssel, wir können verschwinden. Ich habe den Generalschlüssel. Wir können verschwinden. Nichts überstürzen, Kind. Weißt du denn überhaupt schon, wie du durch das Haupttor kommst? Ich weiß nicht. Wir bauen uns einen Fesselballon aus Styropor und schweben davon. Gar keine schlechte Idee. Wir nehmen reichlich Anlauf und springen über die Mauer. Schlechte Idee. Wir bitten Vishnu, uns unsichtbar zu machen und schleichen uns vorbei. Das könnte ihm gefallen. Wir eröffnen ein Restaurant und kochen uns in die Freiheit. Haha. Das ist ein Zitat bestimmt aus irgendeinem Film, den ich nicht kenne gerade. Doch. Dieser eine Film, dieser Roadmovie, wo die beiden Verrückten da aus dem Gefängnis ausbrechen. Wobei, die sind nicht verrückt. Da spielt, glaube ich, dieser eine mit dieser Gnollnase mit, der auch den Obelix in Asterix und Obelix spielt in der Realverfilmung. Oh, wie heißt der Film noch? Ruben und Quentin. Ruben und Quentin. Kann mir das irgendjemand bestätigen, dass es irgendwas damit zu tun hat? Ich weiß nämlich, dass dieser Ruben oder der Quentin, halt die Gnollnase, immer zu dem anderen sagt, und der wurde gespielt von, dem einen Typen da, der auch bei Leon der Profi mitgespielt hat. Ich weiß nicht, wie der heißt jetzt. Aber der wollte immer ein Restaurant aufmachen. So war das, genau. Das muss damit zusammenhängen. Das muss damit zusammenhängen. Bestätig mir das. Danke. Poki, bestätige mir das. Du guckst mein Let's Play, garantiert. Wir besorgen uns ein. Genau, das ist die Wahrheit. Wir besorgen uns ein Vehikel und tricksen den Wächter am Tor aus. Die Idee ist so verrückt. Die muss einfach funktionieren. Richtig. Sag mir Bescheid, wenn du ein passendes Fahrzeug gefunden hast. Geil, wir brechen mit allen Leuten hier aus. Ja, warum isst du nicht in der Kantine? Gute Frage. Warum isst du nicht in der Kantine?
Die haben schon lange keinen Fernseher mehr in der Kantine. Es gab da diesen Zwischenfall. Ein Raum voller ihrer scharfes Besteck und die Evox. Glaub mir, das ist eine explosive Mischung. Die Evox, sind das nicht die Viecher aus Star Wars, diese kleinen Bärenwesen? Hast du eine Idee, wie ich durch das Haupttor komme? Leider nein. Das Haupttor lässt sich nur über einen Knopf im Wachturm öffnen. Und mit dem Wachmann, der den Knopf bedient, ist nicht gut Kirschenessen. Es dürfte dir schwerfallen, ihn dort wegzulocken. Und dann ist da noch das Problem, dass wir hier sehr weit ab vom Schuss sind. Die Anstalt liegt auf einem Berg, weißt du. Und der einzige Weg fort von hier ist eine schmale Straße. Zu Fuß kämst du also nicht weit. Man hätte dich im Nullkomma nichts wieder eingefangen. Na super, wir sind hier im Fort Knox der Anstalten gelandet. Ja, Wunderbärchen. Naja, wir wollen mit dem ja eh keine Kirschen essen, wir wollen ihn ja irgendwie weglocken. Ich komme dann später wieder. Das habe ich, glaube ich, schon gemacht, ne? Ich hab nichts übersch... Ja, habe ich schon. Ja. Ich hab... Nimm's. Okay, ich komme dann später wieder. Ich komme... Ja, er macht hier jetzt seine komischen Spielchen. Ich weiß nicht, vielleicht ernährt er sich ja durch die Energie, die aus dem Fernseher strömt, weil er eben auch meinte, in der Kantine steht kein Fernseher mehr und er würde sich jetzt dadurch ernähren oder so, keine Ahnung, kann ja sein. Ich traue dem alles zu, der trägt Latschen und ein Alu-Kostüm und eine Augenbinde. Nee, das ist ja eine Brille, die gegen Chlor schützt. Stimmt, eine Taucherbrille. Ja, sexy. Ja, wir wollen jetzt auch was essen gehen. Ich will nämlich gerne in die Kantine, wenn ich die denn finde. Dann gehen wir weiter runter. Gucken, ob das klappt, du. Was man also findet, ne? Ah, jetzt bin ich wieder da, ne? Da wollte ich gar nicht hin. Nee. Oh. Hallo? Ich suche. Wie kriegen wir den jetzt wieder weg? Haben wir hier irgendwo die Möglichkeit, Fenster uns anzuschauen? Wo er eventuell dann das Auto ist und wir können was hinschmeißen? Na, gucken mal. Ob wir noch irgendwo was finden. Geh mal hoch. So, da ist der Elektroraum, da ist der Raum. Wir gehen mal höher. Geh mal höher. Besuchen noch mal ein paar andere Räume hier. Blase. Bis Blase ist dennoch da. Ist der wieder da? Der kann ja nicht so lange auf Toilette sein. Das geht ja gar nicht. Das ist ja nicht menschlich. So eine große Blase hat kein Mensch. Dass man stundenlang pieseln kann. Der kann tatsächlich stundenlang pieseln. Wir nehmen uns bei der Gelegenheit mal so ein Papa. Hier ist genau und bestimmt. So, jetzt haben wir genau. Jetzt haben wir wieder total den unnützlichen Wasserbecher, den wir überhaupt nicht brauchen können, wahrscheinlich. Aber den wir jetzt trotzdem im Inventar haben, weil wir darauf stehen, siffige Gegenstände uns in die Tasche zu stecken. Jeder hat einen Fetisch, akzeptiert es, sei tolerant und habt keine Vorurteile. Ja, ich bin hier doch total überall. Also, das ist alles falsch, ist alles Moppel. Ja, was sehe ich denn da durch das Fenster? Was sehe ich denn da? Da geht's steil runter. Ja, super Sache. Wir haben hier Kaugummi auch noch, Mann. Können wir eigentlich Kaugummi... Warum können wir die nicht mitnehmen? Yippie! Da kommt ja wirklich was... Ja, aber sie steckt den Scheißer direkt im Mund. Buah, alt und... Und schon ist er weg. Ah! Nicht was ernsthaft. Ist das? Eine Alarmsirene? Ach! So können wir das also von hier aus deaktivieren. Ja, da muss man auch mal drauf kommen. Ja, da habe ich aber wirklich durch Zufall jetzt ins Blaue. Also, das habe ich ja Glück gehabt. Echt, also, leck mich am Hodensack. Wie soll man da denn drauf kommen? Da muss man ja durch das ganze Haus sich suchen. Ah, gut, aber das Kaugummi kann ich scheinbar nicht mitnehmen. Aber wir haben es. Normalerweise müsste er jetzt ja wieder weg sein. Da müsste er jetzt wieder gucken, was beim Auto los ist. Tatsächlich. Geil, Akkus, geil, geil. Freude, Freude, freudige Erregung. Wir können endlich in die Küche. Es wird auch Zeit. Mein Magen knurrt. Ich hab Hunger, Kinders. Ich hab Hunger. Ich fang gleich an zu japsern. Und danach möchte ich gern Schnaps trinken, damit das auch schön verteilt wird, der ganze Salat, den ich mir gleich zugenehmige. So, Mr. Koch, Hallöche. Ach, wie der aussieht, ne? Rot und... hackt enthusiastisch seine Wurst. Dabei natürlich eine Kippe im Maul. Er sieht einfach total motiviert aus. Wie die Fernsehköche auch im Fernsehen so aussehen halt. So ein bisschen hat er was vom... Ja, weiß ich nicht. Vom Zacher, ne? Der hat auch eine Glatze. Weiß nicht, ob der raucht, aber... Hallo? Er sieht beschäftigt aus. Ja. Das weißt du nicht mit Sicherheit. Hm. Ich frag mal. Bist du beschäftigt, Koch? Siehst du? Sicher ist sicher. Ja, Poki, grandiose schauspielerische Leistung, die du an den Tag legst. Also. Er sieht beschäftigt. Ja, hatten wir schon. Kann ich ihn pieksen?
Tauschen wir Messer gegen Gabel? Grrr. Schon gut. Dann halt nicht. Überlege ich gerade, ob ich mir die verschiedenen Gurgelgeräusche vom Poki jetzt antun möchte. Naja. Hier, ein bisschen Ketchup kann nie schaden. Grrr. Schon gut. Dann halt nicht. Ja, wie wär's denn mit ein bisschen Senf, Mignon? Hier, Senf macht glücklich. Grrr. Kraft durch Schon Senf. Gut. Nein, das war rassistisch. Nein, das war nicht rassistisch. Das war historisch vorbelastet. Sowas darf man nicht mehr sagen. Da gab's doch mal auf 9 Live die eine Moderatorin, die hat doch irgendwas gesagt wie Arbeit macht frei oder so ein Scheiß oder Urlaub macht frei oder irgendwie sowas hat sie doch gesagt. Wisst ihr, wovon ich spreche? Ja, die wurde ganz schön schnell gekündigt, Freunde der Sonne. Sowas darf man doch nicht sagen. In diesem Bild findet der Pizzaboy wieder einmal den Eingang zum Tiefparterre-Cave nicht. Oh, was soll er denn jetzt so machen? Jetzt kriegt er keine Pizza. Oh mein Gott, er wird verhungern. Willst du mal mit ihm reden? Hm. Na gut. Was ist? Was sagt er? Er ist schlecht gelaunt, weil seine Rolle nur Grolllaute von sich geben darf. Verständlich. Ja, Poki, da bist du nun selber schuld, ne? Du hast das geschrieben, den ganzen Salat hier, ne? Also, das hättest du dir ruhig mal, da hättest du dir ruhig mal ein paar Sätze in den Mund legen dürfen. Ja, toll. Das hat so ein bisschen was von einem Piraten, der so arr, arr, arr. Ja, vielleicht beeindrucken wir ihn mal. Hände hoch! Polizei! Grrr. Schon gut. Dann halt nicht. Nee, tut mir leid, Poki, du sagst ja immer den gleichen Satz. Also, das ist ja. Ich guck mir jetzt mal den Speiseplan an. Oh, jetzt kann ich sogar. Geil, jetzt können wir hier ein bisschen was durcheinander würfeln, oder was? Ja, super, jetzt weiß ich natürlich nicht, in welcher Reihenfolge ich es durcheinander würfeln soll. Ja, du kriegst jetzt Kartoffeln, weil die sind gelb. So, und Adrian, er mag keine Getreideklößchen, glaube ich. Wo soll ich das wissen? Und Hoddy und Moddy kriegen Brei. So, das macht keinen Sinn, ich habe keinen blassen Schimmer. Wir gucken uns das erstmal an. Zettelklößchen. Kann ich mir nichts anschauen hier oder Inventar benutzen? Das ist ja mein Shit-Kram. Ich wollte einen netten Kommentar von der guten Edna haben, was sie über Mokka-Pudding so. Aber Mokka-Pudding als vollwertige Hauptspeise, ich weiß ja nicht. Da wird man auch nicht satt von. Und nur Kartoffeln, nur Brei. Was ist das hier für ein Rabenessen, sag mal? Was ist das hier für eine Anstalt? Da ist ein Trolley. Damit wird das Essen in die Küche transportiert. Nee, ist nicht wahr. Kann ich da nicht reingehen? Das würde dem Koch wohl auffallen. Kann ich da vielleicht mich drin verstecken, damit ich... Es klingt so, als ob da drin gegessen wird. Ich riskiere mal einen Blick. Ich habe auch Hunger. Da gehe ich lieber nicht einfach so rein. Es wimmelt nur so von Wachen. Ja, wäre vielleicht jetzt nicht so die schlechteste, beste Idee. Hallo? Jemand zu Hause? Unbewohnt. Ja, kannst du bestimmt... besser. Ja, wir können es bestimmt drin benutzen. Das könnte klappen. Ja, wusste ich's doch. Der Koch guckt gerade nicht. Du, Edna, ich glaube, der Koch, der merkt sowieso nicht mehr viel vom Leben. Yay! Wo sind wir jetzt gelandet? Unterm Tisch. Ja, bei Hoti und Moti, unseren zwei siamesischen Freunden, die wir ja getrennt haben. Der arme Peter, guckt ihn euch an, wie er von Petra belästigt wird. König Adrian, der sieht gar nicht so glücklich aus. Hab fast ein schlechtes Gewissen, dass ich ihn so verletzt habe. Ich habe ihn ja seine Münze geraubt. Dann habe ich ihn geheilt, was mich ja wundert, dass er dann noch hier ist. Er ist doch jetzt geheilt. Er ist doch jetzt geheilt. Ne? Was soll er denn noch? Hier ist Mr. Professor Nocki Bocki und da ist der Bienenmann, der übrigens von der Seitenansicht sehr eigenartig aussieht. Der sieht aus wie ein ehemaliger Musiklehrer von mir. Also jetzt mal... ganz ehrlich, der sieht echt so aus. Das Problem ist, na gut, mein ehemaliger Musiklehrer, der hat eigentlich eher weniger Bienenkostüme getragen. Aber sonst sieht der original so aus. Also, Herr So und So, ich nenne natürlich nicht Ihren Namen. Ich grüße Sie hiermit an dieser Stelle. Ich weiß ja, dass Sie meine Let's Plays schauen. Ich glaube, der wird nicht mal Let's Plays schauen, wenn er dafür Geld kriegt. Aber der Part ist auch schon wieder zu Ende. Bevor ich jetzt hier was großartig Neues starte, denke ich mal, ist das ein guter Zeitpunkt, um jetzt hier einen Cut zu machen. Ja, im nächsten Part geht's munter weiter. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Wir werden dann mal versuchen, mit diesen Leuten hier zu reden. Werden eventuell etwas starten, etwas ansticheln. Ich weiß nicht, was wir hier vorhaben. Es bleibt spannend. Bis zum nächsten Mal. Euer Akkus. Tschüssikowski.